Also eine Trockenmauer wird aus Bruchsteinen hergestellt, aus Natursteinen. Und das Wichtige bei den Trockenmauern ist, dass sie ohne Bindemittel hergestellt werden. Es wird kein Beton verwendet, kein Mörtel verwendet. Das heißt, die Fugen, die nachher entstehen, die werden nicht mit irgendwelchem Material verfüllt. Das Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum Mosel ist schon seit einigen Jahren unterwegs und beschäftigt sich mit dem Thema Trockenmauer. Wir bieten hier Kurse an für interessierte Teilnehmer, aber insbesondere für die Winzer und Winzerinnen. Wir leisten damit einen wichtigen Beitrag zur Erhaltung der Weinkulturlandschaft und der Erhaltung von Trockenmauern als wichtigen Bestandteil der Biodiversität in der Landschaft. Die Elemente einer Trockenmauer, da haben wir also erstmal die Gründung. Und darauf kommen dann meine Fundamentsteine. Man soll möglichst große Steine nehmen, möglichst dicke Steine nehmen, möglichst lange Steine nehmen. Und da muss man darauf achten, dass diese Fundamentsteine nicht mit kleinen Steinen unterfüttert werden. Bei den Weinbergsmauern haben die keine größeren Fundamente, sondern die sind in der Regel auf gewachsenem Boden oder idealerweise auf Fels aufgebaut. Ein weiteres Element ist die Vormauerung. Das beinhaltet den sichtbaren Teil der Mauer. In der Vormauerung verwendet man von der Sichtfläche Steine, die mehr oder weniger ansprechend aussehen. Man soll jetzt nicht meinen, in der Vormauerung, da verwende ich zwar die schönen Steine, und in der Hintermauerung, da kann ich dann machen, was ich will. Die Hintermauerung wird praktisch genauso aufgebaut wie die Vormauerung. Der einzige Unterschied ist lediglich, dass ich Steine verwenden kann, die jetzt nicht so ganz formgerecht sind. Wir haben also jetzt die Gründung, das Fundament, wir haben die Vormauerung, wir haben die Hintermauerung und dann haben wir in der Regel auch dahinter noch ein Baufeld, was frei ist für die Hinterfüllung. Da muss man darauf achten, dass diese Schicht, diese Hinterfüllung wasserdurchlässig ist. Was man in keinem Fall machen sollte, ist lehmiges, toniges Material hinterfüllen, weil dadurch die Hinterfüllung verdichtet wird. Und habe ich Wassereinfluss von hinten, dann habe ich praktisch eine Sperrschicht. Und dadurch erhöhe ich den Druck und habe dann vielleicht ein Problem, dass diese Mauer dann nicht mehr standfest ist. Dann haben wir die Mauerkrone, da sie ja in den Weinbergen oftmals auch begangen wird, verwendet man möglichst große, flache Steine, die dann nachher so fest liegen, dass sie auch nicht wackeln und dann aber auch über die gesamte Breite der Mauer gehen sollten. Es gibt drei Mauersteinarten und zwar gibt es einmal den Läuferstein. Das ist der Stein, der mit seiner Längsrichtung parallel zur Mauer verläuft. Dann gibt es den Binderstein. Das ist der Mauerstein, der in seiner Längsrichtung quer zur Mauer verläuft. Bei den Mauersteinen muss man darauf achten, dass jeder dritte Mauerstein ein Binderstein ist. Und dann gibt es den Durchbinderstein, der praktisch auch quer zur Mauer verläuft, aber über den gesamten Mauerquerschnitt geht. Ich kann den als Binder irgendwo gleich einbauen. Genau. Ja. Pro Quadratmeter Mauerfläche soll man mindestens einen Durchbinder einbauen. Die Bindersteine und der Durchbinder, die sind wichtig zur Verbindung der Vormauerung mit der Hintermauerung und tragen wesentlich zur Stabilität der Trockenmauer bei. Bei den Mauersteinen in der Vormauerung muss man darauf achten, dass die Steine auf drei Punkten aufliegen. Und der vierte Punkt wird dann mit entsprechenden Steinen unterfüttert, dass er nicht wackelt. Das Auszwickeln in der Vormauerung von vorne ist nicht gestattet. Und zwar, weil die Mauer ja immer wieder sich bewegt und setzt. Das heißt also, die Steine, die ich von vorne reingeschoben habe, um den zu stabilisieren, das kann dann rausfallen und dann habe ich in der Vormauerung schon den ersten Schwachpunkt wieder. In der Vormauerung heißt das, dass die beiden Punkte in der Vorderfläche liegen und der eine Punkt in der Hinterfläche.
damit man beim Unterfüttern immer vom Mauerinneren her diesen Stein festmacht. Ich finde auch. Um das zu kontrollieren, reicht in der Regel nicht, mit der Hand zu gucken, sondern man stellt sich immer auf den Stein drauf. Und dann guckt man, weil man hat mit den Händen nie die Kraft, wenn man das so macht, denkt man sich, oh ja, der liegt gut. Und sobald man draufsteht, fängt das Ding an zu wackeln. Natürliche Schichtung. Man muss immer darauf achten, dass man den Mauerstein in seiner natürlichen Schichtung einbaut. Man baut die Steine nicht senkrecht zu der Schichtung ein, weil dann die Gefahr besteht, dass dieser Stein auseinanderbricht oder Feuchtigkeit eindringt und dadurch nachher, wenn Frost entsteht, der Stein eventuell auseinanderbricht. Die Trockenmauern haben wir nicht nur die Funktion als Stützmauer, sondern sie sind auch Sekundärlebensräume. Zum Beispiel kann man dann nennen die Reptilien, Mauereidechsen oder auch viele Insektenarten, die entweder vor der Mauer, in den Mauerkrone oder am Mauerfuß leben. Der Streifenfarn oder der Tüpfelfarn können an den Mauerflächen siedeln. Aber auch Vogelarten wie zum Beispiel die Zipammer kann die Hohlräume in der Mauer als Brutplatz nutzen und da ihre Nester bauen. Man muss bei den Fugen darauf achten, dass diese Stoßfuge, also die Fuge, die entsteht, wenn zwei Steine aufeinander stoßen, dass diese Stoßfuge nicht über mehr als zwei Lagen hinausgeht, maximal drei Lagen im Einzelfall. Bei der nächsten Steinlage muss man darauf achten, dass diese Stoßfuge ausreichend von dem Mauerstein überbunden wird und da ist der Abstand hier mindestens 10 cm. Diese Überbindung ist also ganz wichtig. Das sieht man bei vielen Mauern, dass wenn man da nicht drauf achtet, das ist so der erste Punkt, wo die Mauer anfängt, sich auseinander zu bewegen, weil da der Verband nicht hält. Und wenn das passiert, dann kann man sich das ein bisschen vorstellen wie so ein Reißverschluss, der dann aufgeht, ne? Dann haben wir natürlich unregelmäßig geformte Steine. Wenn also jetzt so ein Stein so einen Buckel hat, praktisch ein Hohlraum entsteht, dann muss man diesen Hohlraum mit entsprechenden Steinen unterbauen. Weil wenn der Druck auf diesen Steinen lastet, kann es sein, dass die brechen. Und dann natürlich die Stabilität beeinträchtigt ist. Also unabhängig davon, dass ich die Steine unterfüttere, damit sie nicht wackeln, werden alle Hohlräume ausgezwickelt, heißt das. Und zwar nicht mit lockerem Steinmaterial einfach so reingefüllt, sondern es werden Steine genommen, die so in diese Fugen passen und werden dann mit dem Maurerhammer unter Spannung reingebaut. Einfach ganz leicht antippen, dass die wirklich... Und manchmal merkt man dann, selbst wenn man so einen kleinen Schlag gibt, dann denkt man, huch, da geht ja noch eine ganze Menge rein. Die Mauersteine sollen mit der Lagerfläche nach innen geneigt sein, also so, damit sich die Steine nicht über eine schiefe Ebene, wenn der Stein jetzt so liegt, nach außen schieben. Hier sieht man jetzt eine Lage, die fertig ist. Hier diese Lücken und hier diese Lücken, die muss man dann mit entsprechenden Steinen auffüllen, dass diese Lage geschlossen ist. Und erst wenn diese Lage fertig ist, wird die nächste Lage aufgebaut. Das Bauen von Trockenmauern ist eigentlich kein Hexenwerk. Wenn man sich an die Regeln hält, kann jeder ohne Probleme eine Mauer bauen. Man muss ja nicht gleich mit irgendwelchen großen hohen Mauern anfangen, sondern mal mit kleinen Mauern bis einen halben Meter oder so üben.